Komm, ihr geht's gut, ja? Wir sind über 70. Ja, aber nicht die ganze Zeit. Ja, und? Alles gut. Ich wollte ihn aufspritzen. Aufspritzen. Ja, eben ein bisschen Brust. Ja, eben Brust und Lippen und was weiß ich nicht. Weniger als 20 Blutungen. Na, warum sind wir mal C, Praktikant? Ist doch für den Arsch. Ja, Klappe. Oh. Ich. Vorhin hast du es nicht gemacht, von daher. Ich weiß, weil du auf einmal gemacht hast. Ja, weil du nicht schnell genug warst. Hey. Ich war schnell genug. Schlag mich nicht. War schnell genug zu schlagen. Ja, in der Art schnell genug meinte ich nicht. So. Boah, wie, da ist das nachher wieder mit einer Bombe. Wie bei dem DS-Teil. Ja. Und das ist nicht nur beim DS, meine ich. Weiß ich, ist auch bei dem anderen, bei der Wii-Version, aber halt bei dem anderen Spiel, nicht bei dem. Ich weiß, aber das hat mich sowas von aufgeregt. Ich hab's nie hingekriegt. Alter, das Institut. Ich weiß gar nicht, waren wir überhaupt schon so weit? Das klang eher nicht nach Türen, sondern nach was anderem. Ja, klar. Die beiden gerade. Ja. Siehst du? Warum störst du uns? Wieder sie. Nö. Nee, Tumoren. Ja, Klappe. Ah, wie schön. Nein, ich will nicht die Frau spielen. Sie ist jünger als er, ja. Ja, und? Er ist erfahrener. Egal bei was. Egal bei was, natürlich. Scheiße. Scheiße. Toll, wegen dir haben wir es ja schon nicht mehr über 70. Oh. Müssen wir wieder lasern. Ah ne, stimmt ja. Scheiß Spritzendinger. Ich gebe ihm auch ein paar Spritzen. Wirklich mal Spritzen. Information treatment complete. Let's continue with the remainder of the operation. We found a tumor. Let's use the power. Oh Gott, und danach haben wir noch die ganz vielen. Wie ging das jetzt noch? Ah, raussaugen, ne? Ja. Ups. The tumor has been removed. Please treat the area where you made the excision. Was soll da nachher kommen? Diese vielen Viecher, um für das Zeug wecken. Drain. Raus. Du bist doch blöd. It looks like that's everything, but Scheiße. I wonder if the preliminary scan missed. Ja, bla bla. Ich dachte gerade, was ist jetzt denn los? Du musst weiter raus. Ja. Siehst du, sag ich doch. Es ist viel weiter, als wir erwartet haben. Wir müssen sie alle extrahieren. Huch, das tut mir leid. Mm-hmm. Hä, was war das denn? Oh, mach mal dem da, der ist ein bisschen dick. Da war, ups, da war glaube ich noch einer. Vitalwerte. Du selber auch mal drauf achten. Ja, ich achte da ja drauf, aber ich muss. Ich weiß, aber ich werde immer gestresst hier. Wo ist denn jetzt die Spritze da? Ich habe fast keine Spritze mehr. So. Sind hier keine mehr? Was soll das denn? So, und jetzt, hä? Die muss wieder hoch, zum Beispiel. Ah, da unten, warte. Mhm. Oh, der ist ein bisschen dick. Ich finde die Geräusche auch immer so... Ich finde das immer sehr episch, dass man einfach überall das Zeug reinspritzen kann. Ja. Es gibt so ein Zeug außerdem nicht, Ina, wenn du mal ganz ehrlich bist. Klar! Ja, du machst jetzt sicher ein Studium als... also ein, Du, wenn ich Medizinerin wäre, ja, dann würde ich die ganze Zeit irgendwie spritzen in die Organe. Auch egal, ob da noch Luft drin ist und alles, ne? Ja, genau. Hauptsache rein! Spritze! Spritze!
Spritze. Oh scheiße, kein Spezialboni, kein einziges. Doch, wir haben ein Spezialboni. 66. Konfigen. Well, we were able to remove all that you should. Ich wollte gerade sagen, Ina. Sei nicht so eingebildet. Doch, ich bin immer eingebildet. Wir sind voll gut immer mit unseren Cs. Erwachen, ja. Echt, wir kriegen immer ein C. Immer. Kann man eigentlich auch ein D kriegen? Nö. Ja. Erwachen. Congratulations, you're recovering extremely well. Jetzt habe ich als erstes gedrückt. Ja, ich weiß, weil ich gerade noch A gedrückt habe und dann wieder Minus. Ja, du bist doch blöd. Pff. Ich glaube, man muss sowieso nur einmal Minus drücken und dann läuft das, oder? Ja. Hm? Schon gut. Ich weiß, dass man nur Minus drücken muss, aber ich drück trotzdem noch A. Du bist doch blöd. Ja, schreit mal wieder rum. Gesichtsausdrücke sind immer cool. Ja, das ist Hammer, ne? Die ganze Story Scheiße, ist der Hammer. Ist das dann nachher nicht mit dem Autounfall? Mit welchem Autounfall? Ich glaube, das ist nachher ein Autounfall. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass wir jetzt erstmal die Ische da retten müssen. Sie hat Puste. Scheiße, wie wenig wiegt die? Tja. 44 Kilogramm. Das ist echt ein bisschen übermäßig wenig. Übergewicht? Ich wollte nicht übergewichtig sagen, ich wollte übermäßig wenig sagen. Scheiße. Vitalwerte ständig über 70. Ja, das wird nix. Use the ultrasound to locate pockets of blood while treating the other wounds. There's hemorrhaging inside the pericardium. If there's a pericardium again, please suture the incision closed before it begins hemorrhaging again. Please drain it once more. Oh, was soll das? What the hell, Alter? Was geht denn da ab, bitte? Spritz du mal. Ich kann nicht fast nicht mehr. Du sollst spritzen. Ja, warte. Ja, nur so stirbt sie gleich. Komm, noch ging das. Ich habe keine Spritze mehr, kurz gehabt. Treatment of the hemorrhage or vitals aren't stabilizing. Doctor, keep using it if you let it go on for too long. Immediately make an incision with a scalpel when you find out where a hemorrhage is. Boah, ich bin völlig überfordert. Ja, ich doch auch. Scheiße. Hä? Okay. Was denn? Schon gut. Wollte erst nicht, Scheiße. Kacke. What? Was geht jetzt ab? Okay. What? Ja, ganz bestimmt so. Oh, jetzt geht's jetzt. Oh, yeah. Oh, mehr als eins geht nicht. Was soll das? Scheiße. Geht doch. Oh, jetzt kommt der Defi. Nee, doch nicht. Oh. So, jetzt sei nicht zu schnell, ich muss noch ein bisschen spritzen. Noch kannst du spritzen. Okay. Oh, schnell! Tja. Ja. Oh, wir haben 48 Kombo, das heißt, wir kriegen Punkte. Ja, vielleicht mal gucken. Vielleicht waren wir sogar zu schlecht trotzdem. Siehst du? Ja, sonst kriegt man immer mit 40 Boni. Ja, vielleicht, wenn man erst noch einen anderen Boni davor haben muss und dann kriegt man erst den dann nach und so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, klappe so. Ich bin wenigstens der sexy Arzt. Du bist nur die komische. Ich bin jünger als du. Weiß ich. Ich bin 20. Nee, du bist 34, du Arsch. Stimmt nicht. Doch, und ich bin 24, 28 war das. Oh, toll, Ina.
Gott, das sieht aber schwul aus, ne?